Ein weiser Mann hat einmal gesagt, Sport ist Mord. Und er ist gestorben. Wahrscheinlich irgendwann, weil das ist schon ein recht altes Sprichwort. Deswegen schauen wir uns heute Brust raus an. Gym Talk, die Schattenseite der Fitnessindustrie. Denn es gibt eine Sonnen- und eine Schattenseite. Und wir befinden uns heute gerne auf der schwerst dunklen Seite. Was geht ab? Ich möchte gerne mehr Spaß haben in meinem Leben. Dann schau keine Videos. Machen und mich besser nähern, um abzunehmen. Mit diesem Satz hat für mich eine Senior sehr Face, lange Reise begonnen und ich bin immer noch mittendrin. Aber bevor ich euch von dieser Reise erzähle, hier erstmal eine Triggerwarnung. Es wird nämlich teilweise um Essstörungen gehen, das eigene Körperbild und alles rund um Sport und Ernährung. Wenn ihr euch mit diesen Themen nicht wohlfühlt oder sie euch triggern sollten, bitte ich euch an dieser Stelle, das Video nicht alleine weiterzuschauen oder wir sehen uns einfach nächste Woche wieder. Meine erste Diät habe ich mit 13 Jahren gemacht. Wow. Als Kind war ich immer sehr dünn und habe dann in der Pubertät zugenommen. Das wollte ich ganz schnell ändern. Also ich war auch immer sehr dünn, weil ich bin relativ schnell recht groß geworden. Ich bin 1,85 groß und als Kind ist es halt Bombe, weil du wächst halt die ganze Zeit in die Höhe und da ist halt dann auch egal, wie viel du halt isst, weil du gehst sowieso in die Höhe und halt nicht in die Breite. Deswegen war das recht easy und dann habe ich irgendwann mal 70 Kilo gehabt mit 1,85 und da war ich schon sehr schlank. Und da wollte ich dann aber eher zunehmen. Na, und jetzt habe ich 90 Kilogramm und ich bin zufrieden. Bin ich wirklich. So habe ich angefangen, sehr wenig zu essen und sehr viel Sport zu machen. Das sah dann teilweise so aus, dass ich an einem ganzen Tag ein Knäckebrot mit Frischkäse und Gurken gegessen habe. By the way, nicht gesund, mir ging es damit nicht gut. Ich habe Homeworkouts gemacht, mir ein Heimtrainer-Fahrrad ins Zimmer gestellt und im Sportverein war ich auch. Boah, jede Oma hat das gehabt, oder? So ein Heimtrainer-Fahrrad. Es war schon geil. Das habe ich dann ein paar Monate so gemacht und irgendwie mein damaliges Ziel erreicht. Dass das nicht die gesündeste Methode war, weiß ich heute. Dann war ich aber auf einmal umgeben von dicken Booties auf Social Media und Kim K. mit ihrer Hourglass-Figure. Und plötzlich fand ich mich nicht kurvig genug und mein Po war mir auch viel zu klein. Also habe ich Homeworkouts für einen größeren Hintern und einen flacheren Bauch gemacht und mir Ernährungstipps dafür geholt. Wirkliche Ergebnisse habe ich davon nicht gesehen. Ich habe es immer wieder versucht, aber war eigentlich jedes Mal frustriert. Dann habe ich mir die ersten Nahrungsergänzungsmittel gekauft. Ein Fitnessbuch mit Tipps zum Abnehmen, neue Workouts. Und es hat sich wieder nichts getan. Dann kam Corona, ich habe mich weniger bewegt und mehr gegessen, ergo, ich habe zugenommen. Also habe ich mit dem Kalorienzählen angefangen. Da dachte ich, geil. Ich finde aber, sie sieht sehr gut aus, so vom, ja gut, das ist jetzt eine blöde Frame. Das ist auch eine blöde Frame. Ja komm, warte mal, ich spule nochmal zurück und ich mache hier Ding. Ich finde, also so von ihrem, ich weiß nicht, ob ich das judgen darf oder nicht, aber ich finde, sie sieht sehr, sehr gut aus, so in ihrem Körper. Weißt du, was ich meine? Ohne, dass es jetzt weird klingt. Ich kann ja essen, was ich will, ich muss es ja nur abwiegen. War dann aber gar nicht mal so geil für mich. Irgendwann konnte ich nicht mehr, weil mich das extrem gestresst hat, Mahlzeit auf die Waage zu stellen. Zeit ist vergangen, ich habe mich im Gym angemeldet, bin 10.000 Schritte am Tag gelaufen, habe mein Proteinpulver gesnackt, Zucker durch Süßungsmittel ersetzt und habe wieder abgenommen. Begleitet haben mich dabei vor allem Videos auf Instagram und TikTok und das ein oder andere Fitnessbuch. Und was das für Auswirkungen haben kann, das schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Was hat es mit Gym Talk auf sich? Welche Tipps sind hilfreich? Welche gefährlich? Und wie beeinflusst uns das eigentlich psychisch? Darüber habe ich mit Dr. Julia Fischer gesprochen. Sie ist Ärztin und Journalistin und gibt zum Beispiel bei ARD Gesund Tipps, wie man fit und gesund bleiben kann. Ich liebe Sport. Sport ist großartig. Ich würde es auch jedem empfehlen. So, es gibt wirklich einfach nichts Besseres. Boah, ich wünschte, ich wäre wie du, oder? Dr. Julia Fischer. Ey, es gibt ja wirklich Menschen, die sind auch einfach süchtig nach Sport. Irgendwann ist es auch nicht mehr gesund, okay? Aber ohne Spaß, wie kann man... Ich bin Mensch, ich bin viel zu faul. Ich bin Real Talk viel zu faul und ich finde es immer super. Ich bin immer sehr, sehr froh, wenn ich dann Sport gemacht habe. Auch wenn es nur sowas ist wie mit Freunden Fußball spielen gehen. Das mache ich extrem gern. Und dann muss halt auch das Wetter passen und sowas. Und dann muss halt auch ein Platz frei sein und so. Aber das ist ganz cool. Ich finde generell, man sollte viel mehr solche... Fun-Courts bauen, weil ich glaube nicht, dass es so unendlich viel Geld kostet. Da musst du einfach nur so eine Gummiwiese machen oder wie heißt das, so ein Hartgummiplatz oder wir haben auch so einen mit Fake-Gras, sondern also so Kunstrasen, so heißt das, und dann so 2-3 Tore hin und vielleicht so ein Tor mit so einem Basketballkorb drüber und sowas. Da gehen dann, die gehen automatisch hin, die Kinder, und die holen sich einen Ball und die haben den ganzen Nachmittag Spaß und das sind saugeile Memories. Und ja, das ist einfach wichtig,
und das finde ich gut, das sollte man supporten, dass man da mehr Geld reinsteckt. Da soll es mindestens einen in der Gemeinde geben, weil Kinder haben jetzt auch nicht gerade die Option, 5 Gemeinden weit zu fahren mit dem Zug und sich dann dort zu treffen und dann kennt sich auch nicht mehr aus und dann bla bla bla. Scheiß da Hund drauf. Na, einfach bietet vor allem Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich einfach auszupowern, weil die haben die Power, die haben die Freunde dazu, weil Bruder, ich habe auch immer viele Freunde, mit denen ich Fußball spielen kann und die sollen das machen und dann lasst die alten Menschen einfach, sperrt die alten Menschen ein und lasst sie nicht mehr raus. So, für die seelische Gesundheit, glaub ich, gut. Für die körperliche Gesundheit, für die Prävention von Krankheiten, so, es ist einfach, Sport ist geil. Aber es ist natürlich eng damit verknüpft, dass viele treiben Sport nicht unbedingt aufgrund des gesunden Effekts oder weil es ihnen damit besser geht, sondern oft geht es auch einfach darum, gut auszusehen, ne? Und irgendwie Kalorien zu verbrennen, abzunehmen. Ich würde sagen, wie immer, let's go! Und damit sind wir bei heute angelangt. Ich gehe nach wie vor ins Fitnessstudio und das richtig gerne, denn ich liebe es, wie ich mich durch das Training fühle. Aber bei meiner Ernährung merke ich, dass ich bei allem, was ich esse, ständig daran denken muss, ob ich jetzt dadurch zunehme, ob ich damit meine Kalorien überschreite und oder ob es mir beim Muskelaufbau hilft. Anstatt mich zu fragen, ob es meinen Körper nährt, mich satt macht oder gesund ist. Obwohl ich also auch Erfolge hatte und mir der Sport Spaß macht, hat das Ganze definitiv nicht nur gute Spuren bei mir hinterlassen. Für mich waren Fitness und Ernährung leider keine Tools, um gesünder zu werden. Durch Social Media, Fitness-Influencer, Schönheitsideale und überhaupt die Fitnessindustrie ist der Fokus, gesund zu sein, für mich noch mehr verloren gegangen. Und auch wenn wir uns heute vor allem die Gefahren von Social Media in Bezug auf Sport anschauen, ist... Man kann bestimmt auch Sport machen, während man Kaiser schaut. Also ich habe mir letztens bestellt so eine... so ein Laufband, was du einfach bei dir zu Hause stehen hast und das kannst du dann so irgendwo da auf den Boden stellen oder sowas oder vor deinen PC. Gibt ja auch solche höhenverstellbaren Schreibtische, finde ich sehr, sehr geil, by the way. Und dann kannst du da einfach so währenddessen bearbeiten oder währenddessen von mir aus fernschauen oder auch, keine Ahnung, du gehst da einfach, während du so ein bisschen was snackst oder sowas. Genau, das ist ganz chillig. Und da musst du dann auch nicht extra rausgehen oder musst du nicht extra Laufschuhe anziehen und sowas, musst du extra ins Gym fahren oder sowas, weil das ist dann auch wieder, dann fährst du vielleicht 15 Minuten oder musst auf den Bus warten oder sonst was. Sondern na, du stellst das einfach kurz hin und dann zack und bist schon, genau, Homerad, genau. Oder viele von euch sind sicher auch im Hamsterrad gefangen, wenn es da schnell genug läuft, dann kannst du auch abnehmen und sowas. Ist definitiv. Kommt jetzt in meinen Kurs, ich erzähle euch, wie ihr Bitcoin meint. Ebenfalls sehr wichtig zu schauen, wie das Ganze auch helfen kann. Es ist auch klar erwiesen, dass solche Videos durchaus einen positiven Einfluss haben können, dass sie einen also inspirieren, dass sie einen motivieren, dass man überhaupt erst auf die Idee kommt, Sport zu treiben oder sich gesund zu ernähren, dass man auch sieht, wow, okay, die macht diese und jene. Und solche Laufbänder kosten auch nicht viel. Ich weiß nicht, wie viel ich gezahlt habe, ich glaube so 120 oder sowas. Und ganz ehrlich, 120 Euro dafür, dass du halt einen Lauf oder so ein Laufpad, das hat auch keine so Ding zum Anhalten oder sowas, aber das ist cool. Das macht Spaß. Denn Bewegung und eine ausgewogene Ernährung sind wichtig. Und wer sich durch andere Das kostet nicht viel, das kostet irgendwie 5.000 Euro motiviert oder so. Fühlt, Sport zu machen und seinem Körper was Gutes zu tun. Go for it. Sei motiviert, gefährlich und wild. Und wild. Okay, das lassen wir. Auf dem Weg dahin gibt es aber ein paar Stolpersteine. Und ich bin über alle gestolpert. Also ich bin ganz oft hingefallen, habe mich so richtig auf die Fresse gelegt. Ganz besonders in Bezug auf Social Media. Mit welcher Erwartungshaltung gehen wir an die Sache ran? Welche Vorbilder nimmt man sich und vor allem, was macht das Ganze mit dem Körper und wie fühlt es sich an? Denn nur weil euch irgendjemand auf TikTok, FitTok oder GymTok sagt, was ihr zu trainieren und zu essen habt, ist das nicht einfach ein Befehl, dem ihr blind nachrennen müsst. Oder solltet. Vor allem, wenn Studien wie die der BMC Public Health ergeben, dass fast 2/3 der Fitness-Accounts Fehlinformationen verbreiten. Der Hashtag FitTok zeigt, was professionelle Trainer, aber auch Amateure so ins Netz stellen. Ja, das ist so, gerade Sport. Also Sport, was gibt's noch? Autos, Bruder, Autos und keine Ahnung, was weiß ich, Waffen. Wenn du solche Videos dir anschaust, dann sind immer alle Leute in den Kommentaren die Besserwisser. Da wissen die alles immer besser und sind alle immer so, nee, das und das ist falsch und das ist eigentlich korrekt und sowas. Und gerade bei Sport ist es, glaube ich, recht blöd, weil du kannst nicht wirklich sagen, okay, mach, keine Ahnung, jeden Tag 10.000 Schritte oder sowas.
Weil da kommt jemand her und sagt, nein, 10.000 Schritte ist wissenschaftlich erwiesen, dass es auf den Musculus gluteus und sowas ein bisschen eine schlechte Auswirkung hat, deswegen mach lieber 8.000 Schritte und die restlichen geh auf deinen Händen. Und dann sagen andere, nee, die Hände, die halten das nicht aus und da sind die Knochen zu schwach und deswegen geh den Rest auf deinem Rücken und sowas und dann ist dies und das und jenes und oh mein fucking Gott, das ist ja nur eine Richtlinie. Also du merkst auch wirklich, wie einzelne Accounts von verschiedenen Sport-Dudes oder sowas, die sagen was komplett Unterschiedliches. Die sagen dir, yo, ist unbedingt das, ist unbedingt das, ist mehr Fette, ist weniger Kohlenhydrate und der andere sagt dir, nee, ernähr dich nur von Schweiß. Wahrscheinlich nur von Schweiß oder nur vom Fleisch und nur von Körnerbrötchen, ja. Dabei geht es um die Vorstellung und die Funktion. If there's a bench in your way, remove it. Teaching you how to use all the equipment at the gym. Das ist cool. Das ist cool. Weil ich bin auch so eine Person. Ich hätte Angst, ins Gym zu gehen und mich dann an ein Gerät zu setzen und dann auszuschauen wie der größte Trottel. Von bestimmten Trainingsgeräten, Challenges, Ernährungstipps, Outfit-Inspirationen. Also das schaut so geil aus. Warte. Challenges, Ernährungstipps. Boah, das schaut richtig gut aus. Und mit den aktuellen Preisen ungefähr 8 Euro. Bruder, Obst ist so teuer. Was ist los? Ich will mehr Himbeeren essen, aber eine Himbeere, eine Niere. Outfit-Inspirationen und Easy-Workouts, die man einfach überall machen kann. Das ist geil. Und jeder kann es tun. Deppert, oder? Aber ein Teil der Fitnessratschläge auf TikTok ist gar nicht so cool und gesund. Schauen wir uns beispielsweise mal den Dry Scooping Trend an. Hier wird vor dem Workout ein Löffel Pre-Workout-Pulver ohne Wasser runtergeschluckt. Dadurch soll man einen Energiepush bekommen oder im schlimmsten Fall. Ja, safe. Ey, bin ich noch live? Bei mir steht gerade Verbindung zum Chat. Ich auch, Kai, aber mittlerweile blendet man die aus und sieht immer nur noch, sind immer noch wieder größte Trottel aus. Ha, die anderen, ja. Ist eh besser so. Einfach Spaß haben und sowas. Ich sehe dich, super. OnlyFans Star 20 suffers from heart attack from dry scooping TikTok Challenge. Safe. Der hat einen Herzinfarkt gehabt mit 20 Jahren, weil sie dry pre-out scoop genommen hat oder sowas und da war irgendwie, ja genau, das Koffein, was da drinnen war, das wurde instant aufgenommen, irgendwie ins Blut, weil normalerweise ist das so, wenn du das mit, nehmt mich da nicht 100% beim Wort oder sowas, aber halt dann, wenn du es mit Wasser gemeinsam trinkst, wie jetzt zum Beispiel in einem Energy oder in einem Energy oder sowas, dann wird das auf Dauer erst quasi zersetzt und wird quasi so aufgenommen, aber so hat der Körper, ist einfach so, what the fuck, voll viel Koffein rein in die Masse und ja, kann passieren. Fall einen Herzinfarkt. Durch das Pulver, was normalerweise im Wasser aufgelöst wird und in kleinen Mengen dosiert werden soll, kann es eben bei so großen Mengen zu Herzrasen und erhöhtem Blutdruck kommen. Deshalb ist es umso wichtiger, vor allem heutzutage, wo 33% der Gen Z bei Gesundheitsfragen eher TikTok als einem Arzt vertrauen, darüber zu sprechen, wie gefährlich solche Trends werden können. Und ja, Fehlinformationen. Was glaubst du, wenn du dann Arzt auf TikTok bist, oder bist die most trusted person in the world? Über Fitness gibt es auch außerhalb von Social Media. Nur dass viele TikToks eben auch sehr schnelle Lösungen versprechen. Und die gibt es halt im Bereich gesunde Fitness nicht. Selbstoptimierung. Beim Sportmachen geht es auf Social Media für manche nicht um Gesundheit, sondern nur um das Aussehen. Ein kleines Stück weit war es auch eine Zeit für mich. Ja. Es war mir egal, ob das, was ich esse, gesund ist. Hauptsache, ich nehme ab. Die Gesundheit wird im Zweifel aufs Spiel gesetzt, um gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. Oder zumindest dem, wovon wir denken, dass es gesellschaftlich erwartet wird, weil es uns auf Social Media so vorgelebt wird. Dünn, trotzdem kurvig, durchtrainiert und makellose Haut. Dass das alles so nicht der durchschnittlichen Realität entspricht, wissen wir. Trotzdem wird in Ja, 90, 60, 90 ist out. Also jetzt, meiner Meinung nach, müsste es sein 120, 5. 120. Das ist gerade die optimale, also ungefähr so musst du das vorstellen. Zack. Und dann auf der anderen Seite auch. Zack. Ja. Vielen Workout-Videos mit genau 60, 90, diesen 60. Schlagworten geworben. Schlank. Sexy. Ja, das ist halt schon sehr, sehr crazy. Sehr, sehr. Ich weiß nicht, was man da alles trainieren muss und sowas. Aber es ist sicher unfassbar anstrengend, halt auch diesen ganzen Ding so, diesen ganzen Körperbau so zu halten. Weil dahin zu kommen ist eine Sache, Bruder, das zu halten, das ist die andere. Straff. 90, 60, 120, ja.
durchtrainiert und ganz wichtig, 60, Fettverbrennung. Ja. Und was darf natürlich auch nicht fehlen? Richtig. Vorher, nachher Bilder. Mit solchen Videos wird im Laufe kürzester Zeit eine ganze Marke aufgebaut. Das heißt Fake? Und dabei gibt es auch Versprechen wie in. Ist sicher viel, bei vielen ist sicher Fake, aber das kannst du auch so erreichen. Nur ist halt, Bruder, das sind halt Leute, schau, die machen TikTok, Instagram, was sie sich, YouTube und sowas halt hauptberuflich und die verdienen damit ihre Kohle. Imagine, du verdienst damit deine Kohle. Du kannst mich ja auch nicht vergleichen mit einer Person, die kein YouTube hauptberuflich macht. Ich poste jeden Tag 2 Videos auf dem Zweitkanal. Gut, das sind halt Uncut Reactions in den meisten Fällen, aber trotzdem, wir reacten da auf Videos, die sind teilweise über eine Stunde lang und sowas und ich mache da jeden Tag 2 Thumbnails und ich brauche dafür ein Thumbnail eine Stunde ungefähr und dann poste ich da noch Hauptkanal-Videos und dann mache ich da noch dies und das und jenes und mache mir noch Placements aus und sowas. Das ist all in all sehr zeit-consuming und bei jemandem, der das Vollzeit macht, der hätte auch nicht die Zeit, sowas zu machen. Deswegen, du kannst dich nicht vergleichen mit dem, oder du kannst den zeitlichen Aufwand nicht gleichsetzen mit jemand anderem, der das halt hauptberuflich macht, genauso wie die Leute eben auf Instagram, ne? Ich kann niemals so aussehen wie jemand, der in der Früh aufsteht und nichts anderes macht, als sich zu überlegen, okay, was esse ich, Meal Prep, da einkaufen gehen, dann da ins Gym gehen, dann am Abend nochmal, keine Ahnung, früh schlafen gehen oder sowas, damit seine Haut eben gut aussieht und sowas. Das kannst du dann einfach nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Eine so. Woche zum Sixpack. So verlierst du dein Bauchfett im Handumdrehen. Meine Hand hat sich gedreht. Denn ich verliere es in Handumdrehen. Mal abgesehen davon, dass das gar nicht möglich ist. Immer wenn du dich bewegst, wenn du Sport treibst, dann verbrennt der Körper Fett. Aber wo er das macht, das kannst du ihm leider nicht sagen. Und das entscheidet er auch ganz nach Genetik. Das ist auch bei jeder Person anders, wo der Körper zuerst anfängt, Fett zu verbrennen. Also Sport hat schon auch optisch einen coolen Effekt auf den Körper natürlich. Aber ganz alleine Sit-Ups machen keinen Waschbrettbauch. Da gehört ja dann auch immer die Ernährung dazu oder ganzheitlicher Sport. Und ey, nicht jedes Workout-Video auf Social Media wurde direkt mit einer bösen Absicht gepostet oder möchte wissentlich in irgendeiner Art und Weise Schaden anrichten. Viele Videos können ja auch wirklich helfen, aber wenn... Ja, mehrere von meinen Arbeitskollegen gehen um 5 Uhr ins Gym vor der Arbeit. Ich könnte das auch nicht. Um 5 Uhr, wenn ich um 5 Uhr im Gym bin, dann stehe ich auf, keine Ahnung, spätestens um 4.30 Uhr. Um 4.30 Uhr, dann stehst du auf, keine Ahnung, kurz frühstücken vielleicht oder kurz Zähne putzen und dann instant noch vielleicht schnell die Haare irgendwie oder einen Kapperl aufsetzen und dann ab ins Gym und dann bist du komplett down. Oder? Also bei mir ist es eh voll schlimm, dass ich in letzter Zeit bin ich einfach viel mehr. Wenn ich aufwache, dann liege ich meistens so eine Dreiviertelstunde im Bett und mache einfach gar nichts. Und dann mache ich das immer so, weil ich auch viel zu faul bin, um aufzustehen. Und dann mache ich das immer so, dass ich mir früher den Wecker stelle, damit ich noch extra eine Dreiviertelstunde Zeit habe, um im Bett zu chillen. Ist auch voll dumm einfach. Ich könnte einfach eine Dreiviertelstunde jeden Tag länger schlafen. Aber nee. Wenn ich auf TikTok ein Video mit 500.000 Likes sehe, das mir sehr einfache und schnelle Lösungen verspricht, muss ich auch kann wieder das Hoffnung davon wecken. Vor allem dann, wenn Umfragen ergeben, dass 30% der Jugendlichen mit ihrem Äußeren unzufrieden sind und 18% sich unter Druck gesetzt fühlt wegen irgendwelcher Schönheitsideale. Es gibt kaum eine Altersgruppe, die so unsicher ist über den eigenen Körper wie Jugendliche und junge Erwachsene. Das heißt, die gucken ganz besonders hin, wie sehen eigentlich andere aus, wie ernähren die sich, was sagen die mir, ist schön, wie komme ich da hin? So, also die sind da einfach total krass beeinflussbar, einfach weil das Selbstbild noch nicht steht, weil die vielleicht noch nicht so selbstsicher sind, weil so ein Beispiel Selbstsicherheit und so weiter, das ist ein Riesenfaktor, wie sehr du dich beeinflussen lässt von dem, was du da siehst. Während es Frauen eher um Schlankheit geht, geht es Männern eher darum, wie viele Muskeln man hat. Dabei haben ja auch die meisten Vorbilder, die sie bei ihren Zielen begleiten und motivieren. Das kann, wie gesagt, sehr helfen. Doch man muss gut aufpassen, woran man sich eigentlich orientiert. Also ist okay, danke schön. Ja, vergleicht, also überlegt mal, Sis, ihr kennt ja wahrscheinlich, ich schätze mal, alle Männer von euch kennen Sis, warte mal, ZYZZ, hast du sicher schon mal gesehen, na, der Typ hier hatte eine unfassbar kranke Figur, aber er hat auch, wie war das, Steroide genommen oder irgendwie sowas und ist dann relativ früh auch verstorben, aber der Typ hat halt unfassbar crazy ausgesehen und das war halt in dem Fall einfach egal, weil er war halt so dieses Embodiment von, du gehst ins Gym, du siehst auf einmal crazy aus, so, du warst halt damals niemand und jetzt siehst du auf einmal crazy aus und kriegst halt alle Bitches und sowas und lebst halt jetzt einfach nur noch so diesen Party-Lifestyle und sowas
Und egal, wie du halt dorthin kommst, das war halt so eine große Motivation für sehr, sehr viele Leute. Aber halt, obviously, der falsche Weg dafür. Aber ja, das ist halt das. Also in dem Fall hat auch jeder gewusst, okay, der hat halt auch einfach gestopft. Und das bedeutet, für dich ist es das zu erreichen ist für dich halt nicht möglich, außer du puttest halt 4, 5 Mal so viel Effort rein und dann kommst du halbwegs nur in die Nähe, maybe, wo der halt war, aber halt so, ja, keine Ahnung. Es ist nicht möglich auszusehen wie fucking Adonis, wenn du halt 40 Stunden hackelst und dann noch deine Wäsche waschen musst und dann noch mit Freunden Spaß haben musst und sowas. Weil es ist auch gar nicht Sich dann notwendig. natürlich die ganze Zeit mit Menschen, die einfach top trainiert sind, die super schlank sind, die sich krass stylen, total schminken, sich mit Filtern belegen, die also wirklich auch sich wahrscheinlich nicht so zeigen, wie sie im Alltag aussehen. Und man vergleicht sich dann natürlich mit unrealistischen Körper. So sieht man aus, wenn man dreimal täglich Holy nimmt. Das ist true. Vorbildern, man bekommt ständig das gleiche Schönheitsideal suggeriert. Also es gibt da ja auch dann kaum Unterschiede in dem, wie die Leute aussehen, sodass man sich vielleicht auch sagen kann, ah cool, der Körperbau, der entspricht so ungefähr meinem, die suche ich mir jetzt als Inspiration raus. Schaust du dir zum Beispiel motivierende Fotos von deinem Vorbild an mit dem heftigsten Sixpack, das du jemals gesehen hast? Nicht vergessen, viele Fitnessmodels bereiten sich auf so Fotoshootings richtig krass vor. Beispielsweise passen manche schon mehrere Monate vorher ihr Training nur für das Fotoshooting an und reduzieren die Kohlenhydrate super stark oder trinken eine Woche vor dem Shooting erst super viel Wasser, um das dann zu reduzieren, damit der Körper entwässert und beim Shooting definierter ausschaut. Ein Reminder dafür, dass die Bilder, mit denen man sich So vergleicht, in stressig, einem oder? nicht sehr alltäglichen Zustand gemacht wurden und dass man sich nicht damit vergleicht. Jo, Kaiser macht den Filter weg von der Cam? Niemals, oder? Ich will nicht zeigen, dass die Haare fake sind. Sollte, nachdem man den ganzen Tag gearbeitet hat und normal gegessen. Wenn jetzt auch noch die versprochenen Ziele nicht erreicht werden, kommt es zu Frustration. User geben sich selbst die Schuld daran, dass es nicht geklappt hat. Ohne zu hinterfragen, ob ein flacher Bauch wirklich in 7 Tagen zustande kommt. Ich weiß noch, wie Ja, enttäuscht ich war, entspann als dich, ich Alter. damals als Teenie ein Sixpack in 14 Tagen Workout gemacht habe und nach Upsi. 14 Tagen kein Sixpack hatte. The Audacity, das noch eine entsprechende. Sind das Fake-Haare? Ja, das sind tatsächlich Fake-Haare. Das sind Filter. Manchmal sieht man das, dass so ein bisschen glitscht und sowas, aber ich glaube, im Endeffekt funktioniert das ganz gut. Ja, nee. Also ich habe das auch schon gesehen. Also ich weiß nicht, wo sie da drauf geklickt hat auf diese Anzeigen. So, yo, Forscher hassen dieses Bakterium, dieses Bakterium. Das passiert, wenn du deine eigene Pisse trinkst und sowas. Dann nimmst du 100 Kilogramm ab und das in 5 Tagen. Ja, keine Ahnung. Du nimmst doch Holy, da gibt es kein Fake. Holy ist sowas ähnliches wie Stoffen, nur halt nicht für den Körper, sondern für den Drip tatsächlich. Dachte, du bist komplett VTuber und bist eigentlich Drachenlord. Mädelmützle. Tja, tja, tja. Mann, Haartransplantation. Auf dich oder was? Meine Haare auf dich? Never. Sprechende Ernährung und vor allem Zeit dazu gehören. Wusste ich damals nicht. Also mein Tipp an alle wäre wirklich, jedes Versprechen, das heißt, in kürzester Zeit so viel wie möglich erreichen, das muss man sich einfach sparen, weil das zum einen nicht funktioniert und zum anderen auch richtig ungesund sein kann. Also wenn man von 0 auf 100 jeden Tag irgendwie stundenlang Sport treibt, kann man sich krass verletzen. Der Körper braucht für guten Muskelaufbau auch Regenerationsphasen, ohne die funktioniert es nicht. Unrealistische Versprechungen oder einfach Clickbait auf Kosten der Unsicherheiten der Zuschauer. Dickbait. Hey. Und vor allem sind manche Übungen nicht ganz ungefährlich. Besonders bei Anfängern. Da kann man schon mal was falsch machen. Falsche Gewichte, falsche. Ja. Und was die meisten ja auch machen, ist instant draufgehen. Also nicht sterben, sondern halt, du fängst an zu trainieren und du machst instant, keine Ahnung, willst am liebsten 6 Stunden am Tag im Gym sein und sowas und dann machst du dich halt selber komplett kaputt oder hast Muskelkater und gehst mit Muskelkater trainieren, auch nicht gesund. Ausführung. Am Ende kann man damit seinem Körper eher schaden, als wirklich ein Ideal zu erreichen. Gerade wenn diese Trainingsvideos nur mit Musik laufen. Oder es entwickelt sich in ganz krassen Fällen eine Fitnesssucht. Man überschätzt und überlastet sich, nimmt unkontrolliert Supplements und macht das im Zweifel alles nicht für den Körper, verschenkt unkontrolliert Subs. sondern um etwas zu kompensieren. Laut Psychologe Oliver Eberle. Beispielsweise, wenn man früher für seinen Körper gemobbt wurde und jetzt Anerkennung im Sport gewinnt. Weil die Videos auf Social Media eben so kurz sind, ist das Grundproblem von diesen Tutorials, dass in dieser Zeit nicht genügend Informationen vermittelt werden. Und eine hohe Follower- bzw. Like-Zahl suggeriert eine gewisse Glaubwürdigkeit und Fachkompetenz, ob berechtigt oder unberechtigt. Und bei all dem dürfen wir den Algorithmus auch nicht außer Acht lassen. Hat der einmal
mal gecheckt, wo deine persönlichen Interessen liegen, kann er dich zwar auch pushen in deiner Motivation und in deinen Zielen oder eben in deinen Unsicherheiten. Als mir. Ich habe dich nicht Mädel genannt. Ich überlege gerade, was ich zu dir gesagt habe. Aber nein. Ständig Workouts für einen größeren Po und flachen Bauch angezeigt wurden, hat mich das nur noch mehr darin bestätigt, dass sie so, wie sie jetzt sind, nicht gut genug sind. Selbst wenn ich Fortschritte gemacht habe, weil es geht ja immer besser. Oder aber immer mehr und mehr Tipps, um meinen Körperfettanteil zu reduzieren. Ja, und auch das mit den Fortschritten, das ist so schwierig, weil du siehst es halt selber nicht. Du siehst es halt selber, oder du kannst dich halt nur vergleichen mit keine Ahnung, also mach halt Fotos von dir selber. Oldie, dankeschön für den Sub, oder 15 Monate, bist du deppert, dankeschön. Oder ich muss die Alertbox wieder einschalten. Dankeschön für den Sub, Oldie. Du musst Fotos von dir machen, vorher und nachher, weil du siehst dich ja jeden Tag im Spiegel. Wenn du dich jeden Tag im Spiegel siehst, imagine, du wirst halt jeden Tag, selbst sag mal, keine Ahnung, 2 Millimeter schlanker. So, dann nach 10 Tagen sind schon 2 Zentimeter und sowas. Ich meine, ich glaube nicht, dass es so funktioniert, aber ihr wisst, was ich meine. So, wenn du dich jeden Tag ein paar Mal anschaust im Spiegel, du bekommst es überhaupt nicht mit und dann siehst du dich auf den alten Fotos wieder und dann denkst du dir, damn, Alter, ich habe richtig abgenommen. Wenn das TikTok weiß manchmal sehr viel über uns und gegebenenfalls auch über unser gestörtes Verhältnis zum Essen oder nicht unser Zentimeter. Verzerrtes Bild über unseren eigenen Körper. Und genau dann werden einem kritische Inhalte in den Feed gespielt. Die Schattenseiten von FitTok können nicht nur körperlich ihre Spuren hinterlassen, sondern auch psychisch. Wenn nicht sogar vor allem psychisch. Für mich war es zum Beispiel sehr belastend, wenn ich mit Freunden gegessen habe und nie unbeschwert einfach mitgegessen habe, sondern mein eigenes abgewogenes Essen dabei hatte oder extra schon vorher gegessen habe. Als ich dann deren Essen vor mir hatte, habe ich so mit mir gekämpft, nichts davon zu essen. Vor allem, weil ich von meinem oft nicht richtig satt war. Habe ich nachgegeben, hat das schlechte Gewissen extrem gekickt. Und auch da kannte ich die Tipps aus meinen Fitnessbüchern. Wenn man weiß, dass man abends woanders isst, einfach mittags kalorienarm und proteinreich essen. Mental hat mir das nicht geholfen, denn dieses starke Kontrollieren hat große Ängste beim Essen in mir geschürt, die ich bis heute habe. Die mentale Gesundheit leidet, das Selbstbild, aber auch die Wahrnehmung auf andere. Wenn man auf TikTok ständig gezeigt bekommt, was andere essen, wie zum Beispiel in What I eat in a day, hitting 140 Gramm Protein, what I ate in a day, I never count calories, so many fitness goals are to gain muscle, what I eat in a day. 2400 Kalorien plus 140, also was, mal 140 plus G Protein, keine Ahnung, was What das I eat in a day Videos, dann kann das. Boah, das schaut geil aus, aber das ist viel zu wenig für mich. Alter, das ist ein bisschen Salat und Äpfel und dann, was sind das hier, Nüsse? Ich werde davon nicht satt, oder? Das Problem, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber wenn du zu viel kochst, dann isst du auch einfach zu viel, ne? Oder wenn du irgendwie für 2 Personen kochst oder sowas und es ist halt zu viel, du machst halt irgendwie Spaghetti oder sonst was, Bruder, es wird alles weggesaugt. Es wird alles weggesaugt, ohne Gnade. Kreuz im Kalender die Tage, an denen ich keinen Nutella esse. Ich habe lange keinen Nutella mehr gegessen. Muss nicht schmecken, muss wirken. Normaler Mann bringt so 2000 Kalorien, braucht so 2000 Kalorien Grundbedarf. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Deswegen habe ich nicht ganz verstanden, was da vorhin gestanden ist. Aber ja, was auch immer. Avocado, sehr nice. So ein bisschen Kartoffeln, sehr nice. Und das schaut auch sehr, sehr gut aus. Aber ja, das ist halt mehr so ein Snack für mich. Ich weiß nicht, esse ich zu viel oder? Erstmal harmlos wirken, aber sich an Videos zu orientieren, die nur einen kleinen, perfekten Ausschnitt zeigen, kann auch problematisch werden. Vor allem wissen wir nicht, ob wirklich jeder Tag so aussieht. Dazu hat Valeria übrigens in diesem Video schon mal mit einer Medien- und Ernährungspsychologin geredet. Noch nie war unsere Fitness und unser Körperbild mehr Ware als zu Zeiten von Gymtalk, oder? Wenn man meinen könnte, dass durch die Corona-Pandemie Online-Workouts zum Business geworden sind, weil halt die Nachfrage nach Home-Workouts durch die Schließung der Fitnessstudios größer geworden ist, der Ursprung ist schon viel früher. Zum Fitness-Hype wurden Aerobic-Dance-Videos mit Jackie Sorensen 1968. Sie wurde gefragt, ob sie ein Trainingsprogramm für Frauen von Soldaten machen kann. Ihr Mann war selbst Air Force-Offizier. Ihr Programm, teilweise auch extra nur für zu Hause erstellt, also quasi das erste Home-Workout, wurde international bekannt. Schauspielerin Jane Fonda hat 1982 die nächste Hypewelle ausgelöst mit ihren Aerobic-Videos für zu Hause. Sie hat die Zeit mit farbigen Leggings, Schweißbändern und Bodies geprägt und hat sich ein richtiges Fitness-Imperium aufgebaut. Sie war damals die Fitness-Queen. Und nicht zu vergessen.
Wenn ich die Übung machen würde, dann würde es so knacksen. Essen. Arnold Schwarzenegger steht für Bodybuilding und ist spätestens seit dem Terminator berühmt. Seine Fitnesskarriere hat ihn nach Hollywood gebracht. Klar werden wir hier nicht der gesamten Fitnessindustrie und all ihren wichtigen Gesichtern gerecht. Aber wo es in den 90ern und davor eher darum ging, den Körper zu trainieren, ging es in den 2000ern immer mehr um Körper und Psyche. Stichworte zum Beispiel sind Yoga und Pilates. Und durch Social Media sind solche Fitnessvorbilder wie Jeff Zeit, Maddie Morrison oder Pamela Reif viel näher an deren Communities. Und es gibt auch viel mehr Einblicke in deren Privatleben. Zumindest von dem Leben, was sie online präsentieren. Fitness-Influencer machen heute vor allem Umsatz durch Kooperationspartner. Ein Fitnessriegel hier, die Trinkflasche da, eine Leggings und noch ein Proteinshake obendrauf. Allein durch Werbung und Empfehlungen sollen schon 65% der Menschen, die Fitness-Influencern folgen. Ja, das ist ja auch geil, ne? Die Menschen, die trinken dann, die gehen in den Store und denken sich, boah, ich hab jetzt richtig Bock auf so einen Shake oder sowas. Und dann trinken sie drei so Schokoladen-Proteinshakes und glauben halt, sie nehmen dadurch ab, obwohl das halt nicht mal irgendwie der Sinn davon ist oder sowas. Keine Ahnung. Ich glaube, Fitness ist so mitunter einer von den Bereichen, wo du so am meisten, ich sag's mal, Fehlinformationen oder sowas irgendwie hast. Na, bei den Leuten. Entweder ob das halt von so Influencern oder sowas kommt, so wie zum Beispiel, ja, hier, keine Ahnung, wenn ihr abnehmen wollt, dann kauft euch so Proteinshakes oder sowas. Also so Low-Calorie-Sachen oder sowas, keine Ahnung, das sehe ich ja ein, aber halt Protein ist was anderes als, also Protein ist nichts, was dich abnehmen lässt. Wasser und Tränen, ja. Viele Leute wissen es nicht, aber wenn du weinst, dann verlierst du Gewicht durch das Wasser, was quasi deinen Körper verlässt. Deswegen, falls ihr könnt, achtet darauf, dass ihr immer irgendwelche Traumata und sowas halt immer, dass ihr daran denkt und dass ihr immer traurig seid. Ein Produkt von ihnen oder von deren Werbung gekauft haben. Ich gehöre da übrigens auch zu. Bei mir waren es Proteinpulver und Nahrungsergänzungsmittel, die ich deswegen gekauft habe. Wie geht es eigentlich euch damit? Seht ihr euch in der Aussage auch? Dann schreibt's gerne mal in die Kommentare. Da bin ich Profi. All das, was uns auf Social Media und speziell bei Gymtalk vermittelt wird, ist für die einen ein krasser Fitness-Lifehack, für die anderen ein Albtraum, zum Beispiel aufgrund ihrer Essstörung. Dass Sport in erster Linie sehr gesund ist, haben wir in diesem Video ja auch schon betont. Es gibt aber auch seltene Fälle, in denen Sport ein Teil einer Essstörung ist, getarnt als gesundes Hobby. Allein die Darstellung von Schlankheitsidealen auf Social Media kann Essstörungen begünstigen. Laut einer Studie sollen 25% der Personen mit Essstörungen angegeben haben, dass Pamela Reif einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung ihrer Essstörung hatte. Sobald jemand auf Social Media das Vertrauen und eine gewisse Glaubwürdigkeit gewonnen hat, folgen zu oft Communities ihren Überzeugungen und das meist ohne sie groß zu hinterfragen. TikTok. Aber safe, bei einer Amputation verliert man, nimmt man auch schnell mehrere Kilo ab. Jetzt mal blöde Frage. Aber wie viel wiegt so ein Bein? Sag mal, mein linkes Bein, wenn ich mir das jetzt theoretisch abnehmen lassen würde. Jetzt wiege ich 90 Kilo. Wie viel wird das wiegen, Alter? Warte mal. Wie wiegt das, Alter? Das war ja schon so 15 Kilo? Kommt das hin? Mehr. Ja, so 15, 18, naja, 18 Kilo. 15 Kilo wahrscheinlich, oder? Wie viel wiegt dein Bein? Schreib das mal rein. Max, danke schön für den Sub. Stellt nicht sicher, dass Informationen, die auf der Plattform veröffentlicht werden, sachlich korrekt sind. Ist so ein bisschen Jonesky, wie Wikipedia. Somit kann es passieren, dass etwas als gesund geframed wird, was gar nicht gesund ist. Nicht mehr als 1200 Kalorien am Tag essen, normale Nudeln durch Zucchini-Nudeln ersetzen, also einfach eine Zucchini in dünne Streifen reiben, statt Reis zerkleinerten Blumenkohlreis essen. Für mich war das Verteufeln von bestimmten kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln und das Ersetzen durch andere kalorienarme mit das Schlimmste. Ich habe wirklich versucht, mich zu überzeugen, dass diese Zucchini gerade so lecker wie Spaghetti ist und mich auch satt macht, aber das ist leider nie passiert. Am unleckersten fand ich übrigens Sellerie-Pommes, wo man statt Kartoffeln einfach Sellerie mit ein bisschen Öl und Gewürzen in den Ofen gehauen hat. Aber auch nicht zu viel Öl wegen der Kalorien. Also das Ziel muss... Ich habe letztens ein Video gesehen von einem Typen, der hat, hier auf YouTube, der hat auf vegane Ernährung umgestellt, weil er bildet sich halt ein, dass vegan, also alles, was vegan ist, ist automatisch gesund. Ich weiß nicht genau, wie er darauf gekommen ist, aber ja, okay, und dann hat er quasi, hat er gesagt so, ja, er hat jetzt, er ist jetzt veganisch,
Veganisch, hat er gesagt. Und er hat sich jetzt einen veganischen Döner hat er sich jetzt geholt. Das hat, er hat es ernst gemeint. Ne? Er hat es ernst gemeint. Und da denke ich mir auch so, okay, da ist halt dann, ich weiß nicht, was da alles drinnen sein wird, halt auch irgendwelche Soßen und auch, keine Ahnung, hier mit Öl und dies und das und jenes und sowas. Also nur weil irgendwas vegan ist oder nur weil sich irgendwas gesund anhört, ist es nicht gleich gesund. Da gibt es einen YouTuber, warte mal, finde ich den? Oder war das auf Instagram? Na, das war auf Instagram. Making Design, was heißt ungesund? Unhealthy, healthy, keine Ahnung, vielleicht finde ich da jetzt irgendwas. Kettle Chips Packaging Design. Na, ich habe sowas gesehen auf Instagram, das war voll geil. Der hat quasi so Cheetos zum Beispiel genommen und hat versucht, sie als gesund zu verpacken. Und was er dann gemacht hat, ist zum Beispiel, er hätte hier das Bag hätte er grün gemacht und die Schrift von den Cheetos hätte er so dünn gemacht und so ein bisschen und mit so Blättern dazwischen und sowas und lauter solche Geschichten. Und dann schaust du dir das an, das Resultat, die Verpackung und denkst du, ja, das schaut wirklich gesund aus, ne? Und wenn ich das jetzt esse würde, dann hätte ich ein gutes Gefühl dabei. Voll dumm, Alter. Und in Wahrheit da machst du halt die Cheetos, schaut halt das an, halt. Das schaut halt sehr fiery aus und das Rot und mit dem Gelb und diese ganzen Dinger und so. Das schaut richtig aus, als würde dir dann der Mund brennen. Also voll smart. Verpackung macht auch so viel aus. Wirklich sein, langfristig sich gesund zu ernähren und sich ausreichend zu bewegen und vor allem für sich selbst die Ernährungsweise und die Sportarten zu finden, die einem gefallen und die man in den Lebensalltag integrieren kann. Also nur das, was im Alltag funktioniert, hält man lange durch und das schafft dann auch wirklich einen langfristigen Erfolg und einen langfristigen Effekt. Die Betonung liegt dabei auf dem eigenen Alltag. Wie viel Zeit investieren Fitness-Influencer wirklich in ihre Trainings? Machen sie selbst nur die Homeworkouts, die sie auch anderen empfehlen? Oder ja, glaube ich auch. Mehr? Pamela Reif hat in einem Stern-Interview selbst gesagt, dass sie ich weiß gerade gar nicht, was Ketogen ist. Viermal die Woche im Gym mit freien Gewichten jeweils eine Stunde trainiert. Das ist aber vermutlich nicht jedem bewusst, oder? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wie so ein Schein auch trügen kann, erzählt Sophia Thiel hier bei Deep und Deutlich. Sie redet darüber, wie sie durch extremes Training und Diäten für Bodybuilding-Wettkämpfe in eine Essstörung gerutscht ist. Du trainierst dir nur für die Optik. Es interessiert niemanden, wie viel Gewicht du dafür nimmst. Aber die Optik muss passen, weil dass du symmetrisch bist, dass du eben viel Muskelmasse hast, wenig Körperfett. Ich denke, wenn man kein stabiles Essverhalten hat, würde ich eher davon abraten, denn es ist ein Extremzustand und hat nichts mit einer normalen Diät zu tun. Und da hat es mich dann rein katapultiert. Weil mich meine Beziehung zum Essen durch meine Erfahrungen mit Fitness auch immer noch belastet, habe ich Dr. Julia Fischer nach ihrem Rat gefragt, wie man wieder einen intuitiven, gesunden Zugang zum Essen entwickeln kann, wenn man schon vorher so viele Dinge ausprobiert hat. Wenn man immer so explizit auf einen Nährstoff guckt oder auf eine Lebensmittelgruppe und die irgendwie verteufelt, dann kriegt man wirklich so eine schlechte Einstellung zum Essen, die es ganz schwer macht, sich dann auch intuitiv Dankeschön. Gesund zu ernähren. Also was ich in solchen Momenten, glaube ich, raten würde, wäre, dass man relativ achtsam mit dem Essen umgeht. Also sich dann wirklich überlegt, was ist eine ausgewogene Mahlzeit? Wann werde ich eigentlich satt? Welche Lebensmittel erwecken welches Gefühl in mir? Wonach fühle ich mich angenehm befriedigt? Was macht mich vielleicht unangenehm voll? Wonach habe ich schnell wieder Hunger? Also dass man so welches Essen befriedigt euch angenehm? Ein bisschen betrachtet, was macht Essen eigentlich wirklich mit mir und wann bin ich vielleicht auch wirklich satt und brauche gar nicht mehr? Und genau auf solche Fragen kommt es an, denn sie bringen den Fokus auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse zurück. Ja. Aus welcher Motivation heraus mache ich Sport und verändere meine Ernährung? Bei mir war es lange nur das Penis? Optische. Meine Gesundheit hat dabei für mich eine Nebenrolle gespielt, weil ich, wie so oft, besessen war von der Selbstoptimierung. Und wenn die über dem eigenen Wohlbefinden steht, wird's schwierig. Hier schaue ich mir den Romanticize Your Life Trend auf TikTok an und hier spricht Valeria über den Revenge Body und warum der problematisch sein kann. Valeria. Ach stimmt, das ist eine andere. Ja, stimmt. Na, gutes Video. Ich finde es interessant zu sehen, wie viele weirde Ideen es auch gibt, so von Abnehmtipps und sowas, was da alles schon gegeben hat. Ne? Habe ich auch mal so gefährliche Gesundheitstrends oder sowas auf TikTok oder irgendwie sowas habe ich mal gepostet. Ist ganz spannend. Die Leute müssen sich einfach darüber bewusst sein, yo, die Leute, die wirklich erfolgreich damit sind, mit den ganzen Geschichten im Internet, das sind halt die Leute, die fulltime und teilweise halt auch quasi Überstunden und sowas
die ganzen Geschichten machen, also im Sinne von, yo, ich bin 40 Stunden in der Woche damit beschäftigt, mir meine Meals zu preppen, meine Workouts zu machen, auch den ganzen Content vorzubereiten, wie sie gesagt hat, yo, Wasser zunehmen und dann eine Woche später halt irgendwie Wasser abnehmen und sowas, damit du halt, oder was weiß ich, wie der Scheiß funktioniert, oder nichts mehr trinken eine ganze Woche lang, damit du kurz vorm Sterben bist und damit du schön schlank und dünn bist und wir dich alle lieb haben können. Ja, de facto ist es halt einfach so, Menschen sollten keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Das ist einfach eine Frechheit. Das ist einfach die Pharmaindustrie, die da irgendwas aufzwingen will. Esst stattdessen einfach eure Geschwister.